Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von CTV. Heute gehen wir mal in einen anderen Bereich. Wir sind jetzt nicht am Spielfeld, wir sind nicht beim Coaching, wir sind im Volunteerbereich. Und da habe ich mir gedacht, ich suche mal auch eine Lady aus oder eine Dame, wie immer man das sagen will, eine junge Frau, kann man auch so sagen. Ein bisschen schleimern kann man ja auch im Vorhinein. Herzlich willkommen, liebe Karin. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung, lieber Andi, und danke für die junge Frau. Naja, also ich sag's mal so, aus meiner Sicht gesehen, das halbe Alter wahrscheinlich oder so irgendwie, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Karin, wie bist du eigentlich? Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Wie bist du eigentlich zum Footballsport gekommen, als zuerst mal als Fan und in letzter Zeit ja auch als helfende Hand überall, als Volunteer? Ja, also es war 2005, als ich in Los Angeles war. Ich landete mit dem Flieger und meine Freunde haben gleich gesagt, wir gehen jetzt aber zu einer Super Bowl Party. Ich hatte keine Ahnung, was das ist und habe deswegen auch das nur so am Rande mitgekriegt. Ich habe nur verstanden, es gibt da ein Team, das heißt New England Patriots und einen Quarterback, Tom Brady. Das sollte man sich irgendwie merken. Das blieb so in meinem Hinterkopf. Und viele Jahre später kam ich dann wieder zum Football im Fernsehen, die NFL, und da hörte ich wieder New England Patriots und Tom Brady. Ich habe mir gedacht, okay, die dürften irgendwie doch wichtig sein. Und ich habe das dann im Fernsehen so ein bisschen verfolgt. Aber aufgrund der Zeitverschiebung war es dann oft so, dass das mitten in der Nacht stattgefunden hat. Und der Football geriet ein bisschen in den Hintergrund. Ja, und schließlich vor 2 Jahren habe ich für die ELF in der Generali Arena für ein Spiel von einem Freund eine Karte geschenkt bekommen. Ja, und damit hat es angefangen. Und diese Karte war eigentlich so der Beginn für vielleicht eine Form von Neugier, die du hattest oder noch immer hast, um dann auch ein bisschen im Volunteerbereich was zu tun. Oder war die Karte zuerst einmal nur besuchstechnisch im Einsatz? Die Karte war zunächst einmal nur besuchstechnisch im Einsatz, nur während mein Freund brav auf dem Sitzplatz gesessen ist, bin ich immer dort gewesen, wo der Ball gewesen ist. Das heißt, ich bin da, es war gegenüber von dem Fanbereich, da gibt es eben eine Plattform, da kann man so hin und her laufen. Und ich bin immer hin und her gelaufen und habe am Ende des Spieles zu meinem Freund gesagt, ich möchte da jetzt bitte jedes Spiel sehen. Ja, ist dann nicht mehr bei jedem Spiel mitgegangen. Ich war dann aber bei jedem Spiel. Und als die ELF aus war, bin ich dann auch noch auf der Ravelin zu jedem Nachwuchsspiel und so weiter gegangen, bis wirklich die Saison aus war, bis es eiskalt war und uns die Finger eingefroren sind. Sag, bleibt dir denn, weil du ja so viel besuchst, machst und tust, bleibt dir da noch Zeit für deine Familie? Du hast ja, glaube ich, Kinder und dein Familienleben hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Dann weiß ich, dass du ein bisschen was mit Kultur, dass du gerne Musik, klassische Musik auch besuchst, die Konzerte. Du bist ja auch noch in anderen Dingen unterwegs. Du fährst zu kleinen Vorträgen, wo wir beide dieselben Themen auch in den Vorträgen uns anhören. Wo nimmst du die Zeit her? Ja, also es ist tatsächlich so, meine Kinder sind ja nicht mehr klein. Also meine Kinder sind 30, 23 und fast 16. Also die brauchen mich jetzt nicht mehr so dringend. Und der 16-Jährige ist froh, wenn er die Mama am Wochenende nicht so dringend sieht, beziehungsweise sie dann so kontrolliert, was er denn so am Wochenende genau macht. Ja, und Football ist einfach ein Season-Geschäft. Ja, also es ist ja auch nicht jede Woche ein Spiel zu Hause. Also es sind auch 3 Wochenenden dazwischen, wo ich halt dann die Kultur pflege. Tatsächlich dann oft auch wirklich Samstag, Sonntag. Und dann sind eben so Wochenenden, wo Samstag ein Spiel ist, Sonntag ein Spiel. Also wie gesagt, ich bin in der AFL, in der Game Day Crew, da helfe ich überall, wo es notwendig ist, Bauzäune aufstellen, Zelte aufstellen, Kinder malen, Torwand betreuen, was halt so
benötigt wird. Und in der ERF bin ich in der Volunteers Crew. Und ja, also da bin ich schon beschäftigt. Jedes Wochenende. Genau. Jetzt lass mich mal kurz fragen, wenn man als Volunteer bei einem ELF-Spiel, in dem Fall der Vikings natürlich, im Einsatz ist, kriegt man dann vom Spiel überhaupt noch was mit? Es kommt natürlich darauf an, wo man eingesetzt ist. Ja, also wir haben Koordinatoren, die die Volunteers koordinieren. Also für mich ist da Felix zuständig, der koordiniert so die Kassentätigkeit, also Hinterlegungskasse, die freien Tickets, also die Menschen, die diese Vouchers haben und dann ein Ticket benötigen. Und die Hinterlegungskasse, dafür bin ich zuständig, Akkreditierungen. Dann gibt es den Moritz und den Oskar. Die sind mehr so, was so rund ums Feld passiert, beziehungsweise die Pre-Game-Area zuständig. Die koordinieren dann dort die Volunteers. Und ich habe großes Glück. Ja, ich bin in der Hinterlegungskasse. Mein Dienst beginnt so circa 10:30. Um 11 mache ich die Hinterlegungskasse auf. Und ja, dann geht es bis vorm Spiel. Also es kommt darauf an, wie viel los ist, wenn weniger los ist, also am Beginn einer Saison ist natürlich in der Hinterlegungskasse ganz viel los. Aber zum Beispiel beim letzten Spiel war es dann schon so, dass ich nebenbei auch die Spiele, die wir für die Kinder vorbereitet haben, so ein bisschen mitbetreut habe, da so ein Auge drauf habe. Und wenn wir mehr Volunteers sind, also je mehr wir sind, umso besser können wir uns das aufteilen, natürlich. Ja, also in der Generalarena war es natürlich verkehrstechnisch günstig, da hatten wir ausreichend Volunteers, da hat einfach jeder weniger dann zu tun. Und in Wiener Neustadt war es dann so, dass kurzfristig auch ein paar Volunteers erkrankt waren, da war es dann ein bisschen reicher. Kann man denn irgendwie nachvollziehen, warum gerade in Wiener Neustadt auf einmal weniger da waren und einige Leute dann mehr oder weniger zum Einsatz kamen, die das sonst nicht machen müssen? Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen ein ungünstiger Zufall, dass die ÖBB gleichzeitig jetzt mit Sommerbeginn, und zwar mit dem Tag, wo das ELF-Spiel in Wiener Neustadt war, das erste Mal in der Ergo-Arena, ein wunderbares Venue, also die Spieler waren auch ganz begeistert, diesen Fahrplan geändert haben und gemeint haben, sie müssen jetzt im Sommer, natürlich wann sonst, Bauarbeiten beginnen. Was einerseits wichtig ist, andererseits zu gewissen Problemen führt, da das Spiel am Abend angesetzt ist, ab 18 Uhr. Für die Spieler ganz toll, da ist es nicht mehr so heiß. Für die Zuschauer toll, ist es nicht mehr so heiß. Aber der letzte Zug ist dann mitunter schon weg, so wie eben meiner. Ich wohne im Nordosten Österreichs, an der Maas. Und mein letzter Zug ist dann leider schon abgefahren. Und viele von den Volunteers, die kommen auch aus dem Osten Österreichs. Also einer sogar von Staat, ja, Lahr. Und dann muss man mit dem Auto fahren. Wenn man nur zum Spiel mit dem Auto fährt und dann wieder heim, ist das eine andere Sache. Aber wenn ich schon in der Früh wegfahre, um 7:30, um rechtzeitig eben in Wiener Neustadt zu sein, dann bin ich einfach schon so müde, dass ich mir das wirklich überlege, dann in der Nacht noch heimzufahren. Ja, also. Jetzt hat ja jemand gegeben, die haben da unten ein Zimmer genommen, nicht? Also die Groundkeeper, glaube ich. Genau, die Groundkeeper haben ursprünglich da ein Zimmer geplant gehabt, die haben sich das dann aber dann doch so eingeteilt, dass sie dann, glaube ich, doch wieder heimgefahren sind. Aber wenn zum Beispiel am nächsten Tag der Austrian Bowl stattfindet, was dann auch ein paar Wochen so sein wird, dann werden sie auch unten schlafen. Ja. Sag, bist du, wenn du als Volunteerin, kann man ja ruhig gendern, das passt nämlich, eigentlich, wenn du Volunteerin bist, fühlst du dich da als Teil dieses gesamten Vikings, Familien,
Konstrukts oder dieser Vikings Family? Ja, eigentlich schon. Es ist so, dass je mehr oder je länger man da irgendwie dabei ist, man lernt dann natürlich auch die Spieler besser kennen und die kennen einen dann auch schon, ja. Und ich fühle mich schon sehr integriert, muss ich sagen. Ja, aber ich glaube, das kommt auch auf die einzelnen Persönlichkeiten an. Also ich bin halt so die Persönlichkeit, die auf andere zugeht und auch mit anderen Kontakt hält. Das ist mir auch wichtig, ja, wenn man jemanden kennenlernt, der nett ist und ja, dass man sich da auch weiterhin austauscht. Und ich bin tatsächlich auch noch mit Spielern und Fans, die ich vor 2 Jahren kennengelernt habe, die jetzt gar nicht mehr physisch da sind, in Kontakt, weil man sich gut verstanden hat. Das heißt, für dich hat das alles auch im Zuge deiner, ich sag's mal vorsichtig, deiner Liebe zum Football, man kann es ja ruhig so sagen, macht das alles Sinn. Das heißt, du hast, es gibt ja Fans, die kommen, um die Mannschaft anzufeiern, die setzen sich dann auf die Ränge. Gibt's welche, die machen vielleicht noch ab und zu zusätzlich was, aber grundsätzlich bist du sehr breit in deinen Tätigkeiten aufgestellt und diese, ich sag's mal vorsichtig, ja, lass es mich so formulieren, das zieht dich in den Bann und du kannst da im Moment auch nichts finden, wo du sagst, da gibt es jetzt für mich irgendwo Unstimmigkeiten. Ich rede jetzt nicht von den organisatorischen Problemen und dass wir das Stadion nicht in Wien haben, etc., etc. Ich rede rein für dich. Ja, also ich glaube, meine Liebe zum Football treibt mich da tatsächlich sehr an. Ich habe, wo du auch, glaube ich, das ein bisschen ansprichst, ja die verschiedensten Fangruppen auch kennengelernt, wo ich tatsächlich finde, dass das sehr nötig auch ist, dass es unterschiedliche Interessen da auch gibt, ja. Es gibt jetzt so 3 größere Fangruppen jetzt auch auf Facebook und Instagram. Das ist die Vienna Vikings All In. Die kümmern sich so um alles, was so überhaupt mit den Vikings zu tun hat. Ja, Cheers und Flag und alles rund um die Vikings. Dann gibt es Vikings Fire. Da geht es, soweit ich das verstanden habe, hauptsächlich um Fan-Connections auch mit anderen Teams. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Diese Willkommenskultur. Ja? Wenn ich in Wien ankomme als Berlin-Thunder-Fan und dann stehen ein paar Vikings-Fans mit Mannerschnitten und heißen die willkommen. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja? Dann gibt es eben auch noch die Vikings-Thunder, die sich so mehr als, wo man sich vielleicht mehr verkleidet und sich so ein bisschen für die Bildgebung, auch fürs Fernsehen und so weiter präsentiert. Schön gesagt, sehr schön, gefällt mir, ja. Bildgebung, das muss ich mal ausprobieren das nächste Mal. Ist alles irgendwo wichtig. Ja, und ich sehe mich überall so ein bisschen, also verkleiden tue ich mich jetzt eher nicht, außer dass ich halt ein Vikings-Kleid anziehe und ein Kapperl aufsetze. Aber ich finde alles sehr, sehr wichtig und ich finde auch wichtig, dass das alles gesehen wird. Ja. Wenn du sagst, das ist wichtig, dass das gesehen wird, hast du das Gefühl, dass das, was du magst, von denen, die es ja in Wahrheit nutzen und denen diese Hilfe oder diese Arbeit, die du leistest, zuteil wird, dass da genug Wertschätzung kommt? Oder würdest du dir manchmal ein bisschen mehr, vielleicht nur irgendein Zeichen wünschen? Ja, wir haben es gesehen, die Karin macht das. Super toll, vielen Dank. Oder passiert das wenig bis gar nicht? Oder gibt es Leute, die das oft machen und andere gar nicht? Als erstes möchte ich ja den Owner Robin Lampson erwähnen, der wirklich jedes Mal, wenn er mich auch nur von Weitem sieht und egal mit wem er zusammensteht, herkommt und mir die Hand drückt und sich bedankt und
ja, dass ich da bin und mich begrüßt und auch verabschiede. Also voriges Jahr hat das der Honig warte, war ich im Gehen und er war gerade in einem Gespräch mit jemand anderem und er kommt zum Ausgang gelaufen, nur um sich bei mir zu bedanken und mir die Hand zu drücken. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, beim Office, die sind halt immer recht beschäftigt. Ja. Allerdings der Felix, der jetzt für mich als Volunteer zuständig ist, der ja auch da wirklich für die Franchise arbeitet und auch angestellt ist in irgendeiner Form, der kümmert sich sehr. Also der macht alles sehr, sehr richtig. Und ich mache ja auch lieber den Football. Und was ich auf jeden Fall zurückbekomme, ist die Wertschätzung von den Spielern, die es ja wirklich betrifft. Dafür macht man es. Die stehen am Spielfeld und ich als Volunteer mache alles, dass die Spielen so gut als möglich unterstützt wird. Also von den Spielern und ja, auch von Robin her bin ich absolut begeistert. Ja, also da könnte gar nichts besser sein. Das hört sich jetzt alles wunderbar an, vor allem es freut mich, dass da auch vom Owner offenbar doch ein bisschen der Blick geöffnet ist in die Richtung derer, die auch viel tun für den Verein und dass da jetzt keiner irgendwie zurückgelassen wird, offenbar in der Family. Also das heißt, für dich hat sich das wurscht, ob es jetzt was mit Geld zu tun hat oder nicht, aber ich verwende bewusst den Ausdruck, es hat sich schon ausgezahlt, weil du alles Mögliche zurückkriegst und eben dann auch am Abend, auch wenn es vielleicht sehr spät ist oder wenn man dann noch irgendjemand fragen muss, ob er einen nach Hause führt, weil der Zug schon weg ist, für dich hat das schon Sinn und es zahlt sich auch aus. Ja, für mich auf jeden Fall. Ja. Sonst würde ich es auch gar nicht tun. Ja, also ich bin jenseits der 50, das heißt, meine Zeit ist wertvoll. Und die möchte ich schon damit verbringen, meine Freizeit möchte ich damit verbringen, dass ich Dinge mache, die mir wirklich Spaß machen. Ja. Sag, American Football ist ja eigentlich mittlerweile in Österreich unheimlich gut verbreitet. Ja, also es gibt viele Teams, es gibt drei, vier große Teams, zwar in Wien, Innsbruck, Graz und Salzburg muss man jetzt auch dazu nehmen. Früher war Klagenfurt auch eine Hochburg, wie es jetzt ist, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall, das ist eine Never-Ending Story und mit der ELF, und da ist es jetzt meine Frage. Hat das dem Sport in Österreich noch einmal was, so ein bisschen ein Booster verpasst? Oder siehst du das anders? Weil du hast ja selber gesagt, ich bin dann vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren dazugekommen. Da war es ein bisschen umstritten, diese Liga. Und jetzt sagen aber alle, gut, dass sie da ist. Also ich habe tatsächlich selbst erlebt, ich kann immer nur so von eigenen Erfahrungen berichten. In der Ergo Arena, wo wir zuerst so sehr glücklich waren, dass man da eben jetzt von uns aus weiterfahren muss, habe ich dann mit Fans gesprochen, die einfach aus Neugier zu dem Spiel gegangen sind, weil sie halt von irgendwelchen Bekannten gehört haben, da ist ein Footballspiel, also die wussten gar nicht ELF oder die haben sich da überhaupt gar nicht ausgekannt. Einfach nur, jetzt wird Football gespielt und da sind sie hingegangen. Und wenn man dort war, dann war das schon wirklich eine, muss ich sagen, geile Stimmung. Ja, also ich verwende das Wort normalerweise nicht so, aber es war wirklich eine großartige Stimmung und alle, die da waren, haben alles gegeben und die Leute, die dann einfach nur mal so aus Interesse da waren, die haben gesagt, ja, da kommen wir wieder und das ist jetzt bei uns in der Nähe. Also die haben dann schon auch neue Fans gewonnen. Ja, also ich sehe das jetzt. Gut, der Christoph hat gestern bei einem Podcast-Interview gesagt, mit einer vollen Hose ist gut stinken, weil die Vikings ja sehr viel Nachwuchs auch haben, wo sie aus dem Vollen schöpfen können. Nur die haben sich das halt in 40 Jahren erarbeitet. Ja, also da wird halt wirklich schon mit den Kleinen gearbeitet, die U10, U11 und dann ab der U16. Es gibt dann ja auch das Ballsportgymnasium. Also da wird wirklich trainiert und gearbeitet und ja, da gibt es halt den Nachwuchs. Und also für die Vikings ist es vielleicht nicht
so schwierig, da Spieler zu verlieren an die ELF, wie vielleicht für andere Teams, die jetzt kleiner sind. Ja, also da kann ich auch nicht so mitreden. Da fehlt mir die Erfahrung und auch der nähere Kontakt. Jetzt das, was sich rundherum immer tut, ja, also bei dem Game Day, da bist du ein Teil davon, sei es jetzt, dass es vielleicht Tailgating gibt, sei es jetzt, dass es eine Pre-Game-Ära gibt, dann danach vielleicht auch noch einmal was. Alles, was sich da rundherum so abspielt, wenn man jetzt sagt, man fährt nach, bleiben wir bei Wiener Neustadt, man fährt dorthin, um vorher auch ein bisschen was, ich sag mal, Party zu machen oder was zu essen, ein bisschen zu plaudern. Und nachher vielleicht nur mit sitzen zu bleiben oder wo in die Ära zu gehen und was zu trinken. Ist es da draußen? Ich war ja nicht dort, deswegen habe ich es mir auch strikt verboten, irgendeine Meinung dazu abzugeben. Zahlt sich das aus, dahin zu fahren? Ich würde sagen, ab dem nächsten Spiel zahlt sich dann tatsächlich Warum wirklich ab ab. dem nächsten? War es beim letzten nicht aus? Also hätte sich's dann nicht ausgezahlt? So, da kam erst sehr, sehr kurz davor, nämlich am Tag davor, soweit ich mitbekommen habe, die Genehmigung von Wiener Neustadt für Tailgating. Und da noch was zu kommunizieren und zu organisieren, das ist einfach schlicht unmöglich. So viele sind wir denn dann auch noch nicht, weil ja auch das Geld auch nicht da ist, um alles so professionell zu organisieren. Und die Volunteers, wie gesagt, die sind eben Volunteers. Ja? Jetzt haben wir gelernt, wie schaut die Pre-Game-Area aus, wie schaut der Platz aus. Was sehr, sehr gut funktioniert hat, war die Parksituation, also die Securities, wie die da das alles geplant hatten. Das hat super funktioniert, das Hinfahren, das Wegfahren. Also keiner musste lange warten. Das ist ganz, ganz großartig organisiert gewesen. Die Pre-Game-Area, würde ich sagen, hat für das nächste Mal noch Luft nach oben. Ja. Allerdings wissen wir jetzt auch, wie steht dann zu welchem Zeitpunkt die Sonne, wie läuft der Schatten, wo stellen wir am besten Tische und Bänke aus. Das nächste Mal sind wir dann wieder viel mehr Volunteers. Ja, wir haben auch daraus gelernt. ja, also wir brauchen auch ein bisschen Zeit, um zu lernen, was braucht man denn so. Also das nächste Mal wird es, sagen wir mal so, interessanter, vielleicht ein bisschen rechtzeitiger manche Dinge auch dann kommunizierbar sind. Wenn wirklich so eine Genehmigung erst am Tag vorher kommt, was soll man da machen? Kann man nicht viel tun. Das Spiel selber haben fast alle gesehen, zumindest die, die auch im Stream mit dabei waren und die, die dort waren. Die Zuschauerzahl war noch nicht ganz. Also es waren offiziell, so ist es in der ELF auf der Seite zu lesen, 2700. 4,5 gehen rein. Es gibt ein Stadion, das ich gut kenne, wo 4,8 reingehen, etwa gleich groß. Das ist das Galaxy Stadion in Frankfurt. Wenn das voll ist, dann ist das die Hölle dort. Also die machen dort einen riesen, ich sag's mal vorsichtig, Lärm. Und diese Arenas gleichen sich sehr stark, nur dass die Ergo-Arena ein bisschen größer und ein bisschen, ich sag's mal, man hat mehr Luft zum Atmen. Wobei ich das nicht meine, dass man dort keine Luft kriegt in Frankfurt. Aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass alles so eng ist und die Ergo-Arena, so ich das von den Bildern her kenne und von der Übertragung, dürfte ein bisschen offener sein. Hat das Stadion zumindest für die nächsten vielleicht ein, zwei Jahre, weil Wien wird ja nicht von heute auf morgen oder von 24 auf 25 plötzlich ein super tolles Stadion hinstellen und sagen, hallo, liebe Vikings und liebe Dragons, jetzt dürft ihr da spielen. Es gibt zwar da oben in Hernals die Sportclub-Arena, kann man jetzt sagen, die soll angeblich auch für Football geöffnet werden, aber es bleibt ein Fußballstadion. Also hat die Arena da draußen in Wiener Neustadt auch für die nächsten zwei, drei Jahre eine Zukunft? Also die Arena hat auf jeden Fall Potenzial. Ich liebe dieses Gebäude aus dem Grund, es sind große Schiebetore als Eingang und wenn die zu sind und drinnen ist die Klimaanlage aufgedreht, dann ist es wirklich schön kühl drinnen. Das heißt auch für die Fans, wenn sie ankommen und es ist sehr heiß draußen, dann kommen sie mal in ein kühles Stiegenhaus. Ja, die Toilettenanlagen sind klimatisiert.
Das habe ich auf der Hohen Warte zum Beispiel nicht. Ja, wenn es heißt, dann ist es heiß. Die Hohe Warte ist schon relativ alt, ne? Da muss man jetzt schon sagen, die werden dort nicht irgendwelche Kühlgeräte hinein oder Klimaanlagen einbauen, weil es auch gar nicht baulich wahrscheinlich geht oder weil das auch nicht notwendig ist, jetzt noch irgendwas zu investieren, weil man ja noch immer nicht weiß, was da oben weiter passieren soll. Also du sagst, die Wiener Neustadt hat Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Auch für die Spieler. Wir haben so eine kleine Führung gehabt. Also es schaut ganz toll aus. Die haben sehr viel Platz. Wie gesagt, das ist gut klimatisiert. Der Auslauf, also da, wo sie dann hineinkommen, das ist schön, das ist wie ein Tor zum Himmel. Ja, also das stand da offen und der grüne Rasen, das hat einfach ganz toll ausgesehen. Und ich glaube, für die Fans ist es eine tolle Tribüne, die auch so gestaltet ist, dass wenn man weiter oben ist, hat man das Gefühl, man ist sehr nah am Spielfeld. Ja, also in der Generalarena, das ist doch recht weit dann, wenn man da oben ist, hat man einen guten Überblick, aber es ist weit weg. Und in der Ergo-Arena hat man auch, wenn man oben sich jetzt zum Beispiel anstellt, so wegen eines Getränks oder wenn man Hunger hat, sieht man gut zum Spielfeld und es ist nicht weit. Ja, also man hat, egal wo man ist, wirklich das Gefühl, man ist da dran. Ein Also, bisschen wie auf der Hohen Warte, oder? ja, aber es ist irgendwie noch ein bisschen näher. Also das interessiert mich natürlich jetzt schon. Ich hoffe, dass ich es mal schaffe. Letzten Samstag habe ich teilweise gearbeitet und teilweise war es mir dann auch zu warm. Das kann ich jetzt so sagen. Und ich arbeite ja fürs Fernsehen nach einem Dreh dann noch kurzfristig da hinaus. Ich sage es mir vorsichtig, sausen, weil viel Zeit hätte ich nicht gehabt, um den Spielbeginn mitzukriegen. Das habe ich mir halt dann in Wahrheit erspart und haben es zu Hause angeschaut. Auch okay. Da war die Temperatur zumindest erträglich. Aber das nächste Mal, das ist ja dann schon am kommenden Samstag oder Sonntag in einer Woche, geht es dann wieder weiter. Und vielleicht von dir so ein kleiner sportlicher Ausblick. Du hast die Spiele ja alle zum Teil sehr, sehr aufmerksam mitverfolgt, wenn du Zeit hattest neben deiner Volontiertätigkeit. Wie wird denn das ausgehen für die Vikings? Ich frage jetzt gar nicht, wer die Liga gewinnen wird, sondern wie wird es für die Vikings ausgehen? So wie ich die Vikings bis jetzt erlebt habe, so die ersten Spiele, jedes Spiel ein Quarterback verletzt, ja, und sie sind einfach trotzdem weiter marschiert. Haben sie jetzt im dritten Jahr etwas für sich gefunden, das jeden sofort integriert? Also es kam ja dieser Shelton Eppler, dieser Quarterback, kurz vor dem Spiel, weil eben da bei Holmes, da Alex Reischl verletzt, ja, woher nehmen und nicht stehen. Und ich sah dann das Spiel, wo der Shelton Eppler, ich weiß nicht, zwei oder vielleicht drei Trainings hatte und das Playbook wahrscheinlich auch noch nicht so ganz intus. Und wie die Spieler ihn unterstützt haben, das ganze Team, so, die haben ihn da so mitgetragen. Ja, und der konnte gar nicht anders sein als gut sein, hatte ich das Gefühl. Und beim letzten Spiel war ja dann Ben Holmes wieder genesen und ja wieder der Starter. Und Shelton Eppler wusste ja, gut, man wird ihn jetzt nicht weiter brauchen. Der ist mit einem Headset an der Sideline gestanden und hat den Ben Holmes gecoacht und hat alles gegeben. Und der war in diesem Team, so als ob er schon immer Teil dieses Teams gewesen wäre. Und er wusste, 2, 3 Tage später sitzt er wieder im Flieger, aber an diesem Tag hat er 100% zu dem Team gehört. Und weil ich das so erlebe, auch wie die Spieler untereinander am Feld miteinander umgehen, auch wenn jetzt einmal irgendwas nicht so gut funktioniert, da gibt kein, ah, das war jetzt schlecht oder ein Abkanteln, wie man es bei anderen Teams leider ja schon erlebt. Also ich glaube an die Vikings, ja. Das ist das Credo von dir jetzt, das so in den letzten ein, zwei Minuten da durchgekommen ist. Das kennt man zumindest auch von früher, als diesen auch sehr oft zitierten Viking Spirit in Wien.
damit wir ja nicht mit Minnesota in die Quere kommen, aber das muss man jetzt schon sagen, in Wien, weil da schon aufgrund der historischen Gegebenheiten, die ja alle kennen oder viele kennen, immer schon ich sag's mal vorsichtig, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Miteinander aufs Feld gehen, miteinander fighten, miteinander gewinnen und auch verlieren. Ab und zu mal ist das muss auch sein und wird auch so sein, wurscht wann. Davon lebt diese ganze Vikings-Familie, wurscht, ob das jetzt Amateure oder Professionals sind. Aber grundsätzlich macht mir das so das Bild noch kompletter, wenn du davon was erzählst, weil ich für meinen Teil sage, der professionelle Betrieb ist für die Vikings vor 2 oder 3 Jahren, wie die eingestiegen sind, dann auch noch dazu Meister geworden sind, trotzdem noch was Neues. Die Liga ist nicht alt. Die Vikings, ELF Vikings sind noch relativ jung, aber die zehren von dem Rest halt unheimlich viel mit, weil da auch schon dieses Together gelebt und auch zum Teil wirklich in Siege umgemünzt wurde, in viele Siege, und ich glaube, davon profitieren sie auch. Wurscht, was jetzt der Chris Kalajakay coacht, wurscht, was der Max coacht, wurscht, was der Eppler coacht, wenn er noch da wäre. Das sind alles Dinge, die diesem Team wahrscheinlich unheimlich helfen und das andere Teams nicht haben. Und die Frage ist jetzt noch am Schluss, die Vikings sind in Europa schon was Außergewöhnliches. Ja, würde ich sagen. Ich habe es Also, jetzt nicht mit einem Fragezeichen gesagt, sondern ich habe es eigentlich schon statuiert. Ich sage es nochmal, sind die Vikings in Europa in dieser Liga etwas Außergewöhnliches? würde ich sagen. Also, das, was ich bei den Vikings sehe, sieht man eventuell noch bei Search jetzt auch. Also, so der Umgang der Spieler untereinander. Ich kann das ja jetzt, ich bin Laie quasi. Ja, ich bin erst seit 2 Jahren dabei und kenne keine Football-Geschichte in Europa. Die fehlt mir. Ich kann nur sagen, was sehe ich beim Zusehen? Und ich habe jetzt keinen Game Pass. Ich kann mir auch nur die Highlight-Videos anschauen. Aber bei Swerve sehe ich auch, wie gehen die Spieler auch miteinander um, wenn was nicht so gut funktioniert? Wie gehen die Coaches mit den Spielern um? Da gibt es jetzt nicht so viele Teams, die diese Kultur auch untereinander haben. Ja, und das färbt natürlich auch auf die Fans ab und umgekehrt. Und unsere Spieler sagen immer wieder, und das gefällt mir auch, also die Fans sind so der zwölfte Mann am Spielfeld. Ja, und das hat auch sehr, sehr gut in der Ergo Arena funktioniert. Das hat man wirklich sehr gemerkt. Die Ergo Arena ist ja Neuland für alle gewesen. Also nicht nur für die Spieler, sondern auch für alle, die rausgefahren sind, für alle, die hingefahren sind, sie das angeschaut haben. Ich habe es vorher schon gesagt, ich stelle es vielleicht noch einmal. Kannst du dir vorstellen, dass man da die nächsten 2 Jahre was aufbauen kann, wo man sagt, okay, es ist jetzt nicht unbedingt in Wien und auch nicht im 10. Bezirk irgendwo oben, wo man mit der U-Bahn leicht hinkommt, aber die Leute werden sich daran gewöhnen? Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, es wird neues Publikum dazukommen, weil die, die jetzt schon da waren, die waren sehr begeistert und die werden das auch sicher weitererzählen. Und es ist wirklich ein cooles Stadion. Also für Meinst den du, der wird da Zuschauer. kurz reingrätschen, glaubst du, dass es so ist, dass viele dort aus der Umgebung jetzt gesagt haben, wir schauen uns das heute halt einmal an, weil so oft gibt es ja das bei uns nicht. Die Neuen sind dann gekommen, waren begeistert, werden auch weiterkommen, dass man dann dadurch aber Fans in Wien verliert? Nein, das glaube ich nicht. Na, okay. Weil es gibt nach wie vor Stimmen so, Stimmen so. Ich äußere mich dazu nicht. Weil ich glaube, dass nach wie vor, und da sehe ich dann schon, da darf ich jetzt schon was loswerden im Zuge unseres Videologs hier, dass ich es nach wie vor unerlässlich finde, beziehungsweise dass es absolut notwendig ist, dass es in Wiener Stadion für Football gibt und wo nicht was anderes gespielt wird. Ich spiele da jetzt auf den Sportclub an. Ich glaube, dass in Wien ein Stadion einer Größe wie etwa 10.000, 15.000 Zuschauer, vielleicht sollte man das nicht nach oben so stark limitieren. Warum baut man nicht gleich was Gescheites hin, wenn es dann so gut ausschaut wie in der Generali Arena? Wenn da 10.000 Leute drinnen sind, dann ist da schon der Bär los. Ich sage es jetzt mal vorsichtig, das wäre eigentlich in Wien notwendig. Da hätten die Dragons was davon, da hätten die Vikings was davon. Und vielleicht auch, wenn man einmal irgendwelche Nachwuchsturniere größer aufziehen will, wo dann unter Umständen die Ravelinstraße auch nicht mehr reicht, dann kann man sagen, na, dann weichen wir halt in irgendein, wie immer das Stadion dann heißen wird,
Oder diese Venue, dann kann man da sicher sagen, okay, Wien braucht sowas. Weil jetzt wird seit 10 Jahren oder seit über 20 Jahren, kann man sagen, in Europa auf höchstem Niveau Football gespielt. Die Vikings waren, was weiß ich, wie oft Europol-Sieger. Die Giants könnten das auch nützen, weil sie haben zwar da unten ein paar Stadien, die wollen jetzt überhaupt ein 60.000er Stadion für den Fußball bauen. Aber grundsätzlich um diese Sache, dass Wien ein Stadion braucht und benötigt und dass Wien endlich einmal in die Gänge kommen muss, um auch Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir fördern diesen Sport und die kriegen jetzt ein Stadion, das nur ihnen gehört, dass man vielleicht noch öffnet, wenn die Zeit bleibt, für andere amerikanische Sportarten, ich sage jetzt einmal Baseball, vielleicht auch Open-Air-mäßig ein Basketballspiel, wenn es vom Wind her möglich ist. Also ich glaube, das war jetzt ein ziemlicher Blödsinn mit dem Basketball, aber trotzdem, also einfach öffnet ab und zu mal für andere Dinge und dann wäre die Community, aber auch die Sportszene an und für sich rund ums American Football endlich einmal würde in Ruhe ankommen. Es würden diese ständigen, man schmeißt die Vikings 3 Tage oder 3 Wochen vor irgendeinem Spiel aus irgendeinem Stadion, die stehen dann da und müssen noch irgendwo ausweichen. Und genauso komisch finde ich es ja, dass am selben Tag von voriger Woche, und da habe ich auch keine Infos dazu, ja auf der Hohen Warte trotzdem Football gespielt wurde und eigentlich die Wiener Fans lieber gehabt hätten, wenn die Vikings auf der Hohen Warte gespielt hätten. Also da ist irgendwo was schiefgegangen, weil die Hohe Warte offenbar nicht am Radar war oder wollte man von Haus aus nicht sagen, jetzt spielen wir einmal auf der Hohen Warte und dann noch dreimal in Wiener Neustadt, sondern man macht gleich viermal. Ich kenne die Beweggründe nicht. Ich verstehe es noch nicht, warum es nicht am vorige Woche in der Hohen Warte gespielt wurde. Dann sagt man dann, ja, wohin weicht dann die ACSL aus? Gut, auch eine gute Frage. Aber es ist Wien, es braucht so ein Stadion und dann hätten wir halt am Samstag das eine gespielt und am Sonntag das zweite in einem eigenen Stadion überhaupt kein Problem. So spielt einer dort, einer da, der dritte spielt irgendwo im 22. Die Dragons, wenn die am selben Wochenende spielen müssten. Also das Stadion ist schon sehr notwendig. Und Ja, dringend notwendig, und zwar aus dem Grund, wenn wir einen kurzen Blick nach Kanada werfen, wo die U20-Weltmeisterschaften stattgefunden haben und wir, ich würde sagen, das Potenzial gehabt hätten, das Ganze zu gewinnen, aber wir haben tatsächlich Amerika geschlagen, wir haben die USA geschlagen, wir sind footballmäßig Welt, also von der ganzen Welt gesehen, am dritten Platz. Ja, wir sind vor Amerika bei der U20. Und also ich glaube, unser Football in Österreich braucht sich gar nicht verstecken. Und warum braucht das Stadion genau in Wien? Weil in Wien ja alles zusammenkommt. Ja, also in Wien kann ich von überall hinkommen, mit allen Zügen vom Süden, vom Norden, vom Osten, vom Westen. Da ist es einfach noch notfalls mit dem Flugzeug, ja, wenn ich von europäischer Ebene betrachte. Also Wien braucht ganz dringend ein eigenes Fußballstadion. Unbedingt. Ja. Und ich glaube auch, dass man alle Modelle, die da jetzt gedanklich oder am Papier oder am grünen Tisch irgendwie durchgespielt worden sind, dass man sich das Stadion mit der Austria teilt oder dass gar irgendjemand das Stadion für die Vikings kauft und die Austria dann nur mehr Mieter ist und dann nur mehr spielen und trainieren kann, wenn das die Vikings sagen. Da ist ja unheimlich viel, ich sag's mal vorsichtig, Öl ins Feuer gegossen worden und die Diskussionen waren relativ, ich sag's mal doch sehr heftig. Und die Austria wird sich auch nicht gern das Stadion unter Anführungszeichen wegkaufen lassen, weil die haben ja das Stadion für sich seinerzeit auch gebaut oder bauen lassen. Nur können sie es jetzt offenbar nicht finanzieren und die Streitereien, die da rundherum entstanden sind, habe ich auch keinen Durchblick. Für mich ist es nur eine ganz klare Botschaft. Wien tut wirklich für den Sport zum Teil sehr viel. Und Fußball bringt in erster Linie noch immer das größere Publikum dorthin und es bringt immer noch mehr Geld als Football. Und das ist aber der Grund, weil es ist aber kein Grund, über Football hinwegzuschauen, weil wenn man den Blick ein bisschen schärft, dann wird man merken, wenn man denen ein Stadion gibt, den Football oder dem Footballsport, dann wird auch der Zulauf noch zunehmen. Das heißt, es bleibt ja nicht auf dem Niveau von 10 oder 11 oder 12.000 Zuschauern in der Generali Arena. Wenn man dann ein Stadion hat, wo man beständig 15 oder 20 einplanen kann, dann kommen die auch, weil
die Stadt Wien mit den zwei Mannschaften, und dann kann man ja auch andere Teams hier sozusagen auch versuchen, wenn die das wollen und wenn das von der Organisation ergeht, hierher einladen, ein Heimspiel auszuführen. Ich sage jetzt nur, was weiß ich, dass man sagt, man macht einmal irgendeine Nachwuchsturniergeschichte oder dass man 4, 5 ein Game Day da draußen macht. Dann werden die Leute das auch annehmen und auch besuchen und es werden noch mehr Fans kommen. Nur wenn ich die Fans immer von A nach B, von B nach C und dann wieder zurück nach A sozusagen schicke, das heißt von der Generalarena in die Hohe Warte, dann vielleicht noch einmal irgendwo hin nach Wiener Neustadt und dann tritt es mir unter Umständen sogar noch in die Ravelinstraßen. Die Fans kommen zwar willig nach, aber das sind die harten Kerne. Wenn ihr aber wirklich einen ständig guten Fan, eine Fan-Community in ein Stadion bringen will, dann brauche ich so ein Stadion. Da haben wir beide, glaube ich, recht. Karin, Schlusswort von dir. Was wünschst du dir von den Fans für den Rest dieser, ich sage es jetzt vorsichtig, Saison bis Dezember? Das heißt, ich schließe dann nicht nur die Elf ein, sondern auch die AFL, die ja jetzt im Juli dann nochmal zu Ende geht. Aber die Preseason beginnt dann, dann fängst du dann auch an. Also, was wünschst du dir für all diese großartigen Sportler und Sportlerinnen? Man muss ja sagen, es gibt ja den Ladies Football auch nächste Woche, glaube ich, oder kommendes Wochenende wird gespielt. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass wirklich sehr viele Fans zuschauen kommen, egal zu welchem Footballspiel, egal zu welchem Team, unterstützt den Football. Es ist wirklich ein toller Sport. Er ist familienfreundlich. Also die Kinder werden da immer sehr willkommen geheißen. Es gibt auch in den Pre-Game-Areas, habe ich überall gesehen, ja, Wurfwände oder verschiedene Spiele. Wir hatten Frisbee und so weiter. Also, es ist wirklich für Familien ein eine gute Ausflugsmöglichkeit, sage ich jetzt einmal. Und Football gehört unbedingt unterstützt, damit er wachsen kann. Das gehört unterstützt, das heißt, kommt hin, schaut euch die Spiele an, wenn möglich vor Ort und wenn nicht, dann eben Support über die Streaming-Plattformen und dann halt auf Social Media. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man, und das ist jetzt für mich auch sehr wichtig, dass man sagt, seid bitte wirklich auch klar dran, es gibt Volunteers, die eine Mörderarbeit machen und zwar wirklich viel arbeiten bei jedem Wetter. Und sich für euch auch entsprechend richtig in diese Sache reinschmeißen und sich da wirklich aufopfern. Und als Volunteer gibt es da von dir auch noch so ein bisschen einen Wunsch, jetzt nicht an die Franchise direkt, sondern vielleicht allgemein. Ja, also wenn sich jemand mehr für Football interessiert und den Football auch unterstützen möchte, dann meldet euch auch wirklich bei den Teams und sagt, ihr wollt ein bisschen mithelfen oder wo dabei sein. Oder wir haben jetzt zum Beispiel jemanden, der sagt, er kann die Volunteers dann vom Bahnhof bringen, damit sie zum Beispiel den letzten Zug noch erreichen. Ja, also jede Kleinigkeit ist eine große Hilfe. Meldet euch bei den Volunteers oder bei den einzelnen Vereinen. Ja, jede helfende Hand ist eine große Unterstützung für den Football in Österreich. Wo kann man sich denn melden, wenn man bei den Vikings Volunteer werden will? Also ich würde eine E-Mail einfach an den Lukas oder ans Office schicken und sagen, ich würde mich da jetzt gern einbringen und die werden das dann weiterleiten. In den Teams Okay. an Felix oder Oskar oder Moritz, wer da gerade Hilfe benötigt in seinem Bereich. Unser Gespräch, das jetzt hier aufgezeichnet wird, wird ja vor dem Spiel am 13.07. Die Vikings spielen dann gegen die Helvetic Mercenaries. Das ist am 13., das ist der Sonntag. Bist du da wieder dabei als Volunteer? Ah, der 13. ist ein Samstag. Sorry, okay, das habe ich dann vertan. Ja, stimmt, ist ein Samstag, ja. Dann ist nämlich auch der Ravelin, das Playoff für die AFL um 17 Uhr. Da bin ich auch. Aha, okay, das heißt, es gibt an dem Tag dann das Playoff und das ELF-Spiel. Das ELF-Spiel ist am 13. am Samstag und am Ah, und 14. am ist dann 14. Okay. Playoff. Okay. Genau. Ja,
Karin, ein sehr interessantes Gespräch, vor allem wichtig, die Botschaften, die von einem Volontier oder von einer Volontärin kommen, einmal zu hören und auch den anderen zugänglich zu machen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die liebe Einladung. Gerne. Wir werden nächste Woche, hoffe ich, zumindest wieder jemanden haben aus dem Spielerbereich. Vorige Woche hatten wir ja den Benjamin Strait, der. Ja, müssen wir mal schauen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man so weit in die Zukunft produziert, dass man dann auch ein bisschen die richtigen Worte findet in der Abmoderation. Aber schaut bitte auch vielleicht in die vorige Woche rein, wo der Ben uns ein bisschen was erzählt hat zu seiner Karriere und zu seinem Verhältnis zum Football, wie er da dazugekommen ist. Und nächste Woche lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut rein bei CTV. Vielen Dank. So, da. Mal kurz